Die Challenge bei Bedo wird Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. Hallo und willkommen zur Challenge bei Bedo. Mahan, bist du bereit, es mit Bedo aufzunehmen? Ich bin auf jeden Fall bereit, es mit Bedo aufzunehmen. Ich habe mir heute etwas überlegt. Und zwar, weil ihr beide immer so stylisch unterwegs seid, dachte ich, wir machen mal so ein kleines Kleidungsquiz. Ich werde voll. Und zwar machen wir das gleich wie folgt. Er hat sich das so sehr gewünscht, ey. Mal gucken, ob ihr auch die Antworten kennt. Aber ich finde, du bist auch ja immer sehr stylisch unterwegs. Da bist du gar nicht im Nachteil, Bedo. Wir machen das so, ich stelle euch gleich Fragen und es gibt immer 4 Antwortmöglichkeiten. Und sobald ihr glaubt, die Antwort zu kennen, drückt ihr einfach auf den Buzzer vor euch. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Und wenn die Antwort dann richtig ist, bekommt ihr einen Punkt. Ist die Antwort falsch, darf der Gegner noch einmal versuchen, einen Punkt zu holen. Und am Ende zählen wir alle Punkte zusammen und dann gibt es einen Gewinner. Habt ihr das verstanden soweit? Yes. Wollt ihr einmal gucken, ob die Buzzer funktionieren? Sehr gut. Perfekt. Dann fangen wir an, würde ich sagen, mit der ersten Frage direkt. Wie viele verschiedene Arten, eine Krawatte zu binden, gibt es? 25, 65, 85 oder 105? Bedo war schneller. Ich sag C, 85. Das ist richtig. Ein Punkt für Bedo. Krawatten, ne? Ich hab noch nie eine Krawatte um einfach, ne? Das ist auch die einzige Frage, die ich richtig beantworte. Glaub mir, der Rest geht in die Hose. Okay. Guter Start auf jeden Fall für Bedo, aber vielleicht ist die nächste Frage eher was für dich. Das Tragen welches Kleidungsstücks ist in Riviera Beach, Florida verboten? Baggy Pants, Tube Top, Capri-Hose oder Anglerhut? Ich weiß gar nicht, was. Ich sag jetzt irgendwas, ne? So, ja. Ich würde einfach auf B sagen, weil ich weiß nicht, was das ist. Tube Top, das sind so Tops, die haben keine Träger. Aber das ist leider falsch. Okay. Bedo, du hast noch mal die Chance. Ganz ehrlich, passt eigentlich nicht, aber ich würde sagen A, Baggy Pants. Das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig. Wenn man in Florida dort Baggy Pants trägt, muss man 150 Euro Strafe zahlen oder 150 Dollar für Baggy Pants als Ersttäter. Und wenn du Wiederholungstäter bist, kannst du bis zu 60 Tage in den Knast kommen. Oh, gibt es dafür einen Grund? Weil die das da nicht schön fanden, einfach, glaube ich. Da gab es so eine Abstimmung. Perfekt. Und so. Die mögen es nicht. Die mochten das halt nicht, haben sie gesagt, nee, darfst du nicht mehr anziehen. Interessant. Perfekt. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Unterhosen besitzen Männer in Deutschland im Durchschnitt? 11, 19, 25 oder 32? Ich tendiere ja zum ersten, komischerweise bei Männern. Sagst du? Ich würde sagen, ich sag A, 11. Das ist leider falsch. Mahan, jetzt hast du noch mal die Chance. Ich würde sagen C. C ist leider falsch. Okay. Es sind tatsächlich 19. Was habe ich gesagt? B. A oder B? Okay. Ja. Okay. Ich habe nur 7, jeden Tag eine. Reicht ja dann vielleicht auch. Ich bin gar nicht im Durchschnitt drin, aber ist okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel Prozent der verheirateten Männer in den USA fühlen sich selbst für die Auswahl ihrer Kleidung verantwortlich? Ich habe noch gar nicht vorgelegt, aber ja, okay. Also Entschuldigung, weil ich geluschert habe. Ich wollte eigentlich noch mal sagen, ja. 56%, 64%, 78% oder 89%. 78. Das ist falsch. Oh. Mahan? Hätte ich nicht gedacht. Wie viele verheiratet, wo ist man, fühlen sich für ihre Kleidungsauswahl zuständig? Also sie suchen das selber aus nicht und vorsagen. Nicht die Frau sucht das aus. Okay, ich gehe mal auf. Ich gehe auf B. 64? Yes. Ist leider auch falch. Es sind tatsächlich nur 56%. Echt? Die anderen lassen ihre Frau offensichtlich ihre Kleidung. Die waren nicht aussuchen. Bei uns zu Hause. Okay, dann kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Was tragen die Herren auf dem Wiener Opernball, damit man sie von den Kellnern unterscheiden kann? Rote Socken, goldenen Ring, weiße Fliege oder schwarzen Hut? Weiße Fliege, würde ich sagen. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich bin auf jeden Fall sehr gut erfahren. Ja, vielleicht musst du auch einfach mal schneller drücken, ja, dann wird das vielleicht auch mal noch mehr was. Ja. Hast die nächste Chance auf jeden Fall jetzt bei der nächsten Frage. Wie hoch ist der Weltrekord der meisten übereinander angezogenen T-Shirts? C. C, 220 sagst du? Das ist leider falsch. Bedo? Boah, übereinander? Übereinander angezogen. Ah komm, ich nehme B wie Bedo, 200. Das ist leider auch falsch. Es sind tatsächlich 260 T-Shirts. Übereinander? Ja, die hat Ted Hastings, das ist ein Kanadier, übereinander angezogen. Und das größte T-Shirt, was oben drüber kam, war Größe 20 XL. Wow. Und das hat er Manchmal angezogen. Manchmal ist es echt langweilig, ne? Ja, hat er mal irgendwie vielleicht so die Idee gehabt, könnte man ja mal machen. Der Rekord, kann man mal sehen. Ja. Ja,
Komm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Vielleicht ist das mehr jetzt was für dich. Das Logo von Nike wurde von der Grafikdesign-Studentin Caroline Davidson entworfen. Wie viel hat sie dafür bekommen? Ich würde sagen, Mahan. Ich würde sagen, $500. Das ist leider falsch. Perfekt. Kein Scherz, 100% nur $35. Das ist richtig, Bedo. Das ist richtig. Weißt du warum? Weil ich weiß, Künstler-Dasein ist nicht einfach. Ist hart. Ist hart. Ja, ist hartes Brot, deshalb denke ich tendenziell. Ja, okay. Bist du auch Künstler? Der Bedo haut mich hier richtig weg, ey, ne? Ja, ein bisschen. Jetzt musst du noch mal ein bisschen anziehen Frage. Die Position der Schleife bei einem Dirndl verrät traditionell den Beziehungsstatus der Trägerin. Ah. Wo trägt eine vergebene Frau ihre Schleife? Links, rechts, hinten oder vorne? Ich würde sagen links. Das ist falsch. Das müsste rechts sein. Das ist richtig. Noch ein Punkt für Bedo. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest, aber alles gut. Dann kommen wir jetzt noch zu einer allerletzten Frage, würde ich sagen. Welches Kleidungsstück? Wallah, ich habe nicht geluschert. Ich bin gerade ein bisschen selber irritiert, dass ich alle Antworten weiß. Das kenne ich gar nicht, sorry. Ja, ja, guck mal, ich suche nicht die Fragen immer so aus, dass du sie nicht weißt. Ich versuche nur immer schöne Fragen rauszusuchen. Ja. Welches Kleidungsstück kaufen deutsche Frauen für ihre Ehemänner am liebsten? 100% Socken. Das ist richtig, Bedo. Bedo? Kleidung liegt dir. Damit hat Bedo leider gewonnen, Mahan. Warum leider? Alles gut, das ist verdient. Er kann bei dieser Fragerunde safe gewinnen. Gerne. Auf jeden Fall danke fürs Mitmachen. Du bekommst auch trotzdem einen Preis. Das ist leider unsere Loser-Tasse. Ja, geil. Aber da kannst du dann jeden Morgen deinen Kaffee draus trinken oder was auch immer du trinkst. Was wäre der Hauptpreis? Das wäre die Gewinnertasse gewesen. Jetzt verstehe ich das. Ja. Perfekt, ich verstehe. Okay, danke, aber... aber die kann man auch nicht kaufen, ist auf jeden Fall. Okay, dann versteigere ich die. Vielleicht eines Tages. Wenn Bedo... Wer weiß. Die Challenge bei Bedo wurde Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. So, das war's, meine lieben Freunde. Vielen Dank, Kim, für deinen Support am heutigen Abend. Immer die Showmasterin. Muss man ja richtig gendern, ne, heutzutage. Vielen Dank. Und Mahan, Dankeschön für deine tollen Einblicke in deine Welt. Und danke für die Challenge. Gerne. Bedanke dich für den Sieg bei ihr. hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich danke dir. Hamburg 1, sehr wichtig. Muss man hier auf jeden Fall sein. Hamburg supporten. Danke dir, Bedo. Ich wünsche dir alles Gute und ja. Du kommst wieder, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich dachte, nach der 6-0 Blamage vielleicht nicht, aber... Ich glaube... Ich wollte es nochmal gerne wiederholen, weil ich hatte noch nie einen 6-0-Sieg. Das ist heute dein Tag, Digga. Das ist mein sei Tag. Dir gegönnt. Sei dir gegönnt. So, meine lieben Freunde. Ich lade dich mal eines Tages mal zu mir auf einer Challenge ein, okay? Ja, bitte nicht, was ist dein Klamottenwert oder so. Da werde ich voll verlieren. Es sei denn, ich treffe vorher noch Marc Gebauer, dann könnte ich vielleicht auch mithalten. Er kann dich ausstatten. So sieht's aus. Liebe Freunde, besucht gerne Mahan auf seinen Social Media Accounts, egal ob TikTok, Instagram oder auf YouTube. Folgt ihm, abonniert seinen Channel und seid ein Teil seines Lifestyles. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Und liebe Freunde, das war's für heute Abend. Ich wünsche euch daheim ein schönes Wochenende. Bleibt bitte gesund, bleibt negativ, bleibt fit. Vor allem und nächsten Samstag wieder um 21.15 Uhr bei Hamburg 1 und TV Berlin. In diesem Sinne, tschüss und Baba Makas!